Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nebukadnezar. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir starten jetzt in diesem Angespielt die fünfte Mission. Das ist laut offiziellen Verlautbarungen die letzte Tutorial-Mission. Wobei man natürlich auch in den anderen Missionen jetzt schon sukzessive immer mehr gelernt hat. Danach ist es quasi einfach nur noch Kampagnen, wo auch Ziele dann vorgegeben werden. Man sieht dann hier so territoriale Färbungen. Es gibt keine Kriegsführung übrigens im Spiel. Ganz interessantes Informationshäppchen, finde ich, denn die älteren Spiele, nicht dieses Entwicklers, aber die älteren Spiele dieser Art, wie zum Beispiel Caesar, Pharao, die hatten ja immer auch so ein bisschen Kriegsführung mit drin. Das ist hier nicht der Fall. Der Entwickler schließt aber nicht aus, dass das vielleicht mal mit einem DLC oder Add-on kommen kann. Aber zunächst bis zum Release will man sich ja ausschließlich auf den Wirtschaftsaspekt konzentrieren. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die fünfte Mission und schauen uns an, was passiert. Welche Aufgaben wir haben. Da steht hier schon 3100 Bevölkerung, 10.000 Money. 120 Prestige und 32 Standard Willen. Okay, das könnte interessant werden. Schauen wir mal. Wir wählen normale Schwierigkeit. Ob wir diese Mission in diesem Angespielt noch fertigstellen können, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir werden sie auf jeden Fall anspielen. Wer hätte es gedacht? Der Name ist Programm. Und dann ist für euch auf jeden Fall auch noch ein bisschen was übrig vom Tutorial. Und ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall neue Güter. Hier oben ist, weiß nicht, was das ist. Das hier ist auf jeden Fall Fisch. Und wir schauen mal. So. Das habt ihr bis jetzt schon durchgelesen. Und jetzt schauen wir mal. Also, wir werden jetzt abdecken die sozialen Klassen. Verschmutzung und Attraktivität. Prestige und Handel. Yay. So. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass ein neues Icon im Unemployment-Panel aufgetaucht ist. Nee, aber jetzt schon. Townsfolk und Peasants. Ah, wir haben jetzt Bauern und Stadtleute. Oh, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und jede soziale Klasse hat ihre eigenen Häuserarten. Und jeder Slot braucht unterschiedliche Arbeiter oder braucht Arbeiter einer bestimmten Klasse. Ja klar, Bauern. Das ist Farmvolk. Und die Stadtleute werden wahrscheinlich nicht auf den Farmen arbeiten. Oh, weia. Das wird ja spannend auszubalancieren sein. Die entsprechenden Voraussetzungen der jeweiligen Klasse können wir auf der Slotcard direkt neben den Arbeitern finden. Was? Okay, also können das hier noch vergrößern. Ja, ich lasse es einfach mal so. Dann haben wir die absoluten Nummern auch da. Hier können wir auch noch was vergrößern, sehe ich gerade. Ah, okay, wir können weitere Sachen anzeigen. Okay, gut, continue. Also, Menschen höherer Sozialklassen haben nicht nur unterschiedliche Bedürfnisse für Güter als die der niederen Klassen, sie haben auch größere Anforderungen an ihre Umgebung, in der sie leben. Also muss man zwei neue Umgebungswerte berücksichtigen. Das wäre Verschmutzung und Ansehen. Oder, Ansehnlichkeit, Appeal, also die Attraktivität einer Umgebung. So, die aktuellen Werte und die Anforderungen sind jeweils in dem House-Window zu sehen. Okay, wir haben jetzt noch keine Häuser gebaut, wir werden es dann sehen. Verschmutzung wird von industriellen Gebäuden erzeugt, währenddessen Ansehnlichkeit oder Attraktivität durch dekorative Gebäude produziert wird. Um einen schnellen Überblick zu bekommen, haben wir zwei neue Infolayers. Das sind diese hier. Okay. Continue. So, Prestige ist eine weitere wichtige Mechanik. Sollen den Advisor-Tab öffnen. So, Prestige zeigt an, wie wichtig unsere Stadt ist. Außerdem hilft es uns, Beziehungen mit anderen Städten aufzubauen und sie zu unterstützen. Prestige wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Erstens die Anzahl der Einwohner in der Stadt und das Level ihrer Häuser, in denen sie leben. Dann die fertiggestellten Monumente und die Anzahl der Handels- oder das Volumen der Handelsverträge mit anderen Städten. Hm. Sehr cool.
Ja, okay, verstanden. So, und das letzte am wichtigsten, die letzte wichtigste Mechanik ist Handel. Handel, Handel, Handel. So, Handel ist aus zwei Gründen wichtig. Es ist der einzige Weg, um Geld zu verdienen, um die Stadt zu erweitern. Zweitens, der einzige Weg, Ressourcen zu bekommen, die nicht natürlicherweise in Mesopotamien vorkommen. Die Reichweite der normalen Güter wie Holz und Metall, bis hin zu den Luxusprodukten von anderen großen Zivilisationen. Um Handel zu initiieren, um Handel zu starten, müssen wir mit Kontakt mit einer anderen Stadt initiieren. Städte brauchen immer irgendwelche Güter in Form von Geschenken für den Erstkontakt. Außerdem braucht man meistens eine bestimmte Anzahl an Prestige oder eine bestimmte Höhe an Prestige, um zu demonstrieren, dass unsere Stadt auch genug anzubieten hat. Ja, und nach dem Herstellen eines Kontaktes können wir sofort mit dem Handel beginnen. Wir müssen einen Port bauen, also einen Hafen. Und dann geht's los. Ja, cool. Okay, also alles on the fly übersetzt. Ich denke, das war jetzt in Ordnung. So, während der Hafenkonstruktion dürfen wir nicht vergessen, dass wir Gebäude auch mit R drehen können oder mit der mittleren Maustaste. Ja, ich denke, das ist dann klar. Und das ist wirklich alles. Unser letztes Treffen. Es war nett, dich kennenzulernen. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen, die Basics von Nebukadnezar zu meistern. Ja, genieß den Rest des Spiels. Yada, yada, yada. Und so weiter. Das ist unsere Karte. Wir haben... es ist nicht so viel Platz, aber mal gucken. So, dann sollen wir anfangen, ne? Das wird ja witzig. Haben wir irgendwo denn genug fruchtbares Land oder müssen wir uns wieder was mit Kanälen machen? Wir dürfen wieder Kanäle bemühen. Dann würde ich sagen, hier oben ist sehr felsig, da wird es eh nicht gehen. Hier ist allerdings, obwohl das ist natürlich ein Riesenplatz hier. Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwo auch ein Monumentchen bauen. Ich würde sagen, wir machen dann hier mal die Landwirtschaft, auch wenn hier ein bisschen schlecht ist. Ihr könnt ja hier rüberziehen, eine Farm hier noch hin. Mal schauen, okay. Ich werde erst die Kanäle bauen. So, und wir fangen jetzt hier mal an. Den hier bis hier unten zu ziehen. Hey, loslassen, ich wollte gar nicht. Ich muss das mal wegmachen hier. Das lässt mich sonst nicht bauen. Das können wir uns alles auch noch durchlesen in der Hilfe, wenn wir es denn brauchen. Ach, guck mal, die Häuser, wie toll die aussehen. Oh, und es gibt noch was nach Townsfolk. Das sind wahrscheinlich die Adligen oder so. So, erstmal bis hier. Mit Sicherheit einmal bis da hoch. Dann einmal hier so runter. Gehen wir ruhig bis hier, würde ich sagen. Hier. Dann hier so. Und vielleicht noch so. Ich denke mal, da sollten wir genug... das Land haben. Na, das reicht natürlich nicht hier. So, noch eine zweite bauen. Vielleicht sogar eine dritte. Ja, und hier ist steinig. Das habe ich übersehen. Ich denke, dass wir da einiges bauen können. Schauen wir mal. 3100 Leute, 32 Standardvillen. Da, Haus und Villa. Okay. Da müssen wir natürlich auch aufpassen. Wir haben hier Geld und die kosten natürlich auch alle Geld. Alles, was ich mache, kostet Geld. Das ist aber nur Kleckerbeträge hier. Wir schauen mal. So, jetzt machen wir wirklich erstmal die Landwirtschaft. Crop Farm, Livestock Farm, Fishing Pier. Ja klar, wir brauchen auch Fisch jetzt. Ich werde jetzt erst die Felder bauen, damit ich... Oh! Datteln! Also Datteln heißt das auf Deutsch. Aber wie heißt das Englische? Sagt man wirklich Date wie Datum? Also das sind auf jeden Fall Datteln. So.
Wir bauen jetzt erstmal die Weizenfelder. So, nehmen wir alles, was hier verfügbar ist. 12, 21, 26. Kriegen hier nicht die 36 Felder voll. Cut. So, nochmal. Okay. So, Crop Nummer 1. Dann Crop Farm Nummer 2. Können wir hier kopieren oder so? Ja, wir können hier drauf gehen und sagen Copy. Da muss noch eine Straße zwischen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich versuch's mal so. Ich hoffe, dass es geht. Okay. So, jetzt mache ich erst die Straße. Darf ich sagen, machen wir hier das erste Lager hin? Ja, wir müssen es eigentlich hier hinsetzen, sonst... Warum färbt er das nicht blau jetzt? Ach, weil es ausgewählt war, okay. Hatte jetzt Sorgen, dass das nicht im Einzugsbereich ist auf diese Art, aber es ist drin. So, und hier kommt nur Weizen rein. Und dann kommen die nächsten Farmen und das werden die Livestock Farms sein. Und ich hoffe, dass wir so für beide genug haben. Ich schau mal. Okay. Straße geht noch dazwischen, habe ich freigelassen. Hier die Straße hin. Und hier die nächsten Felder. Sehr schön. Wir könnten natürlich auch hier noch weitere Arbeiter einstellen und mehr Felder nutzbar machen. Also wir haben ja hier zum Beispiel noch ein paar bebaubare Flächen. Aber ob das nochmal 18 sind, das wage ich zu bezweifeln. Da ist ein Moment, das wären nochmal 14, die wir bauen könnten. Also ja, 17 sogar. Aber das ist halt kein kompletter, ne? Vielleicht hier, ja. Vielleicht kriegen wir da nochmal 18 raus. Da hätten wir nochmal 18. 9. 18. Also hier könnten wir jetzt einfach noch einen weiteren Arbeiter arbeiten lassen. Und dann ist das schon mal ein bisschen mehr Ertrag. Gut, okay, das lassen wir genau so. Arbeiter kommen ja, wenn wir Häuser bauen. Wir brauchen noch ein zweites Lager. Ah ja, und jetzt auch noch eine Straße. Das ist das, was ich übersehen habe mit den Feldern. Wo sind jetzt die Felder genau? Kann man das nicht irgendwie ein bisschen besser darstellen? Gibt es da noch ein Overlay für? Nicht wirklich. Okay, da muss ich mal schauen. Also da, wo Felder sind, kann ich nicht bauen. Das ist schon mal gut. Ja, das heißt aber, ich kann hier auch nicht durchbauen. Und das ist doof.
Okay. So, dann kommt das nächste Lager hier hin. Und das müssen wir dann wieder mit Karawansereien abholen, das ganze Zeug. Und ich werde jetzt hier keine Straße drumherum bauen. Wir werden über diese Straße hier kommen, die wir aber ein bisschen verlegen. Die ist nämlich sehr krumm und schief gebaut. Die können wir nämlich nehmen, um hier unsere Siedlung anzufangen, beziehungsweise würde ich hier noch ein bisschen freilassen. Das können wir auch eigentlich schon andeuten. Lassen wir das hier frei und machen hier die erste Siedlung. Okay. Gut. Häuser. Wir machen jetzt erstmal die normalen Häuser und gucken uns dann später die Bedürfnisse der anderen Häuser an. Ich glaube, ich baue in die Richtung... Nee, wir bauen... Ah, wir fangen hier oben an. Ich weiß es noch nicht. Moment. Ich mache es jetzt wieder genauso, wie ich es vorher gebaut habe. Das sind genau 32... Häuser, das sind jetzt aber Standardhäuser. Keine Villas. Aber das ist schon mal, da wissen wir, wie wir es unterhalten müssen. So, jetzt machen wir hier den Bezirk mit Märkten hin und wir werden das auch gleich wieder aufteilen. Oh, Standard Market. Ah, der kann... Standard Market ist halt echt für die anderen Sachen. Wir haben hier halt echt so ein Armenviertel. Okay. So baue ich das jetzt. So, und jetzt mache ich hier zwei Lagerhäuser in die Mitte. Ho, sieht doch gar nicht schlecht aus. Und jetzt müssen wir mal eben schauen. Hier kommt nur Brot hin. Brot. Hier kommt nur Milch hin. Und Töpferei. Und zwar halbe halbe. Und Brot hier komplett. So. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir hier einen Verteiler. Für Brot. Und hier brauchen wir einen Verteiler für Töpfe und für Milch. So, und inzwischen stehen die Leute hier auch auf den Marktplätzen richtig drauf. Das ist inzwischen schon gepatcht. Das war in der letzten Folge noch ein Thema. Oder in der vorletzten war es, glaube ich, ein Thema. So, und jetzt kommt hier erstmal noch eine Straße drumherum. Und wir können die Routen auch schon fertig machen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, alle haben die Route. Das Spiel ist immer noch pausiert. Jetzt kommt natürlich noch die ganze Produktion. So, die bauen wir hier hin. Und dann schaffen wir die mit der Karawane darüber. Oder wir bauen sie hier vielleicht hin, wenn sie da passt. Mal schauen. Wir brauchen jetzt ein Bäckerzeugs. Fangen wir damit vielleicht an, wenn ich es denn finde. Hier. Bakery. Ach, hier würde ich, glaube ich, die Straßen auch nochmal ein bisschen korrigieren. Einfach so vielleicht. So.
Okay. Einfach nur ein bisschen Platz zu haben. Bakery. Wir bauen. Eins, zwei, drei Stück erstmal. Die brauchen ein Lager. Gefällt mir nicht so gut, dass die das hier theoretisch direkt hinliefern können, aber gut. So, und da kommt nur Weizen rein und Brot. Meiste Weizen wird eh direkt hier reingebracht, denke ich. Wir brauchen eine Karawanserei. So, Karawansereien brauchen wir mehrere. Machen wir die erste hier. Die holt jetzt eigentlich nur Weizen von hier. Hoppla. Wieder falsch gedrückt. So, die holt Weizen von hier nach hier. Die kann immer 20 tragen. Das müsste eigentlich reichen. So. Das heißt, Weizen geht hier raus und hier rein. Brot geht hier raus und hier rein. Hier geht Milch rein und Töpferwaren. So. Dann bringt eine weitere Karawane Brot von hier nach da. Okay, das wäre Nummer 1. Dann hätten wir das Brot schon fertig. Jetzt kommt der nächste Zweig, nämlich die Töpferei. Gut, das sind arme Leute. Hier können wir ruhig die ganzen Lehmgrube hinmachen. Und wir brauchen die Töpfereien. So, und wir brauchen eine Route. Ja, wir brauchen erstmal ein Lagerhaus. Ohne Lagerhaus keine Route. So, hier kommt alles rein. Das passt alles noch schön dazu. Hier wollen wir nur Lehm und Töpferwaren haben. So, und Töpferwaren werden hier exportiert. Und da machen wir halber. Ne, wir machen. Wir machen 16, 20. 20 ist immer genau eine Ladung, die auch eine Karawane mitnimmt. Und wir haben eine Karawane, die fährt nämlich Töpferwaren von hier. Ja, und wieder falsch geklickt. Von hier nach hier. Ja. Oh, wir brauchen noch eine Karawanserei. Für die Milch habe ich ganz vergessen. Und da machen wir jetzt hier doch eine Straße durch. Habe ich mal anders überlegt. So, dann kommt da noch eine Karawanserei hin. So, und die fahren nur die Milch von hier
Nach da. Okay. Moment, die wissen nicht, was sie mitnehmen sollen. Wieso ist das hier noch nicht eingestellt? Hier soll nur Milch rein. Und die Milch wird exportiert. Und hier steht es auf Import. Jawohl, okay. So. Jetzt müsste alles richtig sein. Jetzt brauchen wir nur Leute, aber die sind ja da und dann fangen die an zu arbeiten. Dann hätten wir den ersten ganzen Produktionsramsch nämlich schon mal geschafft. Schauen wir mal, ob das was wird. So, hier fehlen noch Leute, aber es ziehen ja bald Leute ein. Sobald hier die ersten Häuser abgegradet sind, geht dann der Töpferzweig los. Oh, Wasser, 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 Wasser. Brauchen noch einen Brunnen. So, bitte einmal Wasser rumbringen. Und da kommen schon die ersten aufgerüsteten Häuser. Das heißt, die ersten zusätzlichen Arbeiter, die hier langsam die Stellen bedienen. Ist das die Zahl, die uns fehlt? Ja, wir haben 178 Arbeiter zu wenig. Oh mein Gott. Jetzt sind es nur noch 18 Arbeiter zu wenig. Und die kommen auch jetzt überall rein. People are leaving. Nein, nicht verlassen. So, 50 zu wenig. Aber das pendelt sich jetzt ein. Und ich denke, dass wir dann den ersten Schritt gemacht haben. Tja. Ja. Leute kommen wieder. So, das ist jetzt Schritt 1. Und wahrscheinlich läuft das auch schon so. Mit ein paar Feinanpassungen noch. Also hier noch ein Arbeiter rein, da vielleicht noch ein Arbeiter rein und so weiter und so fort. Vielleicht noch mehr Lager, weil die Kapazität nicht reicht. Aber so im Großen und Ganzen ist das erstmal lauffähig, haben wir ja schon gesehen. Jetzt bräuchten wir für die besseren Häuser natürlich noch den ganzen anderen Kram. Aber, Leute, es sind angespielt. Und ich denke, es war euch klar, dass wir es nicht schaffen, in den 4 Folgen, die ich veranschlagt habe, hier jetzt dann in der letzten Folge noch das komplette zweite Bevölkerungspaar hochzuziehen, die Stadtleute. Aber das bleibt jetzt euch überlassen. Und damit habe ich euch ganz fies angeteasert, weiß ich wohl. Ich denke, dieses Spiel macht richtig viel Spaß. Mir macht es Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall auch weiterspielen. Aber wenn ihr jetzt mehr sehen wollt, dann müsst ihr euch das Spiel holen. Oder auch nicht. Vielleicht gefällt es euch auch gar nicht. Ich will niemandem darüber reden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.